Hallo Lieben und herzlich willkommen. Ich bin Babsi von Babsis Bastelwerkstatt und freue mich, dass ihr heute wieder dabei seid. Ich mache jetzt nochmal das Licht an, aber wir machen es uns heute gemütlich. Und zwar möchte ich euch zeigen, wie man solche Zauberkerzen macht. Und diese Kerze hier, das wird ein Hexenkessel, also das wird zu Halloween. Und diese Kerze hier, ihr könnt es lesen, Merry Christmas, ist zu Weihnachten. Ihr könnt diese Kerzen wirklich für jede Gelegenheit nutzen und zu jedem Anlass machen. Ich gebe euch jetzt da mal einen Tipp, also oder ich kann euch jetzt mal erzählen, wie wir das genutzt haben. Wir haben nämlich eine Einlage gemacht zu einem Geburtstag und dabei haben wir so eine kleine Schnitzeljagd gemacht. Und derjenige, der Geburtstag hatte, hatte quasi ein Rätsel und musste das lösen und musste halt verschiedene geheime Spuren entdecken. Und eine Spur davon war eben so eine Zauberkerze, die man erst, wenn sie angezündet ist, irgendwann mal sieht, was sich darunter verbirgt. Also der Hexenkessel, ich hoffe, der kommt zum Ende des Videos noch ein bisschen besser raus. Der ist jetzt noch nicht ganz abgebrannt, aber hier kann man schon super sehen, wie das Ganze dann ausschaut. Und wir machen jetzt auch einmal zum Thema Halloween natürlich was und einmal zum Thema Weihnachten, weil das kann man für beides nutzen und natürlich auch noch für viel mehr. Und deswegen machen wir das jetzt zusammen. Ihr braucht dafür solche Kerzen. Ich habe jetzt die großen Teelichter genommen. Und wichtig ist dabei eigentlich nur, dass man die Dochte rausmachen kann. Seht ihr? Also die kann man hier ganz einfach lösen. Das geht nicht bei allen. Ihr erkennt es meistens, wenn hier so, ja, wenn man da ein kleines Löchlein sieht. Seht ihr das? Also das sieht man manchmal schlecht, aber manchmal ist da auch so ein Wachspunkt, dann geht das nicht raus. Und ihr braucht unbedingt die Kerzen, wo man eben diesen Docht rausmachen kann. Genau, das machen wir jetzt bei beiden. Na, wenn die Kerze überhaupt mal raus will, ist da ein bisschen verbogen. Jetzt, genau, lösen wir jetzt einfach den Docht ganz einfach raus. Basteln uns jetzt unsere geheime Botschaft. Ich möchte jetzt einmal arbeiten mit diesen beiden Stempelsets. Ah, und noch ganz kurz, bei dem Weihnachtsversion habe ich das Merry Christmas aus diesem Seasonal Chums Stempelset genommen und bei der Halloween-Version habe ich den Hexenkessel reingestempelt und angemalt. Ich hoffe, wie gesagt, dass man das jetzt dann nachher noch besser sieht. Und wir machen jetzt eben die Halloween-Version mit dem Hexenhut und die Schneemann-Version für Weihnachten, weil der so süß ist, der Schneemann. Und bei der Weihnachtsversion habe ich mir die Sterne ausgestanzt, also habe ich auch mit Stanzteilen gearbeitet. Das machen wir auch. Wir machen jetzt einfach drei Kerzen. Das ist ja total schnell gemacht. Holen wir noch eine dritte raus und machen einmal die Weihnachtsversion und einmal eine Schneemann-Version und einmal die Halloween-Version. So. Also dafür habe ich mir jetzt die Sterne schon ausgestanzt auf dem Glitzerpapier und es sind die Framelits vom Schneezauber. Mit denen habe ich mir einfach die ganze Platte ausgestanzt. Kurbelt da ruhig ein bisschen öfter durch nochmal, weil das mit der Glitzerfolie dann ein bisschen leichter zum Rauslösen geht. Ich benutze dafür die Stanze Sonne. Die finde ich echt super, die kann man super einsetzen für ganz viele Dinge. Und stanze mir jetzt hier einmal die Sonne aus und lasse die gleich mal da liegen, weil die brauchen wir gleich. Erst stempeln wir aber noch auf flüsterweißem Papier. Und das ist jetzt Marineblau. Das lege ich mir mal hier auf die Seite für die Weihnachtsversion. Okay, dann nehme ich mir irgendeine schwarze Tinte. Ich nehme mir jetzt das Stays On, weil das eben noch im Katalog verfügbar ist. Aber wenn ihr die alte schwarze Tinte habt oder so, dann nehmt die ruhig. Die geht genauso. Ich stempel mir jetzt einmal den Hexenhut auf. Ihr könnt natürlich auch die kleine süße Katze nehmen. Ich muss gerade mal testen, ob das auch zusammengeht. Katze mit Hut oder so. Dann brauche ich nachher noch den Spruch Merry Christmas und diesen wundervollen Schneemann. Und das Merry Christmas, das stempel ich mir jetzt mit Kraftweiß-Tinte auf meinen blauen Hintergrund. Also ihr seht, ihr könnt es mit jederlei Hintergrund machen. Ist egal, was ihr da verwendet.
Ihr könnt da drauf Sprüche machen oder Bilder oder was auch immer euch gut gefällt und was ihr gerade für einen Anlass habt. Da seid ihr total flexibel. Wenn ich die Stay-Sun-Tinte verwende, dann reinige ich die immer gleich. Also auch mit dem speziellen Reiniger, damit das wieder schön weggeht. Ich mache mir einfach so drüber und dann in meinem Stempelreinigungskissen gleich sauber. Und jetzt wird koloriert. So, jetzt habe ich das Ganze koloriert mit den Markern, Stampin' Right Markern. Und jetzt stanze ich mir die beiden auch nochmal aus mit der Sonnenstanze. Mal gucken, ob der Schneemann ganz reinpasst. Man könnte natürlich jetzt auch nur den Kopf ausstanzen oder den oberen Bereich und dann noch einen Spruch reinsetzen oder so. Aber ich finde es so total süß. Und dann, ja, dekorieren wir uns jetzt noch die Sternchen hier drauf. Einfach mit den Gludots, die habe ich irgendwo hingeschusselt. Nee, da sind sie ja. Und die rolle ich mir so ein bisschen zusammen und klebe mir das dann in den Hintergrund. Ihr könnt euch die natürlich auch gleich mal richtig ausstanzen mit den Klebeblättern. Dann braucht ihr da nicht mehr mit extra Kleber arbeiten, sondern könnt den gleich so nutzen. Könnt ihr gleich komplett aufkleben. Jetzt schauen wir nur, ob das so passt von der Größe. Ja, müsste gehen. Okay, und jetzt müssen wir gucken, wo ist die Mitte von unserem Kreis. Ich habe jetzt da einfach einen Zirkel. Setze mir den so ungefähr auf und mache mir dann eine Markierung in die Mitte. So. Und dann nehme ich mir einfach eine Nadel und bohre mir das da tatsächlich durch, durch meinen armen Schneemann. Und erweiter mir das so weit mit drehenden Bewegungen und ein bisschen Druck, dass dann nachher der Dochter super durchpasst. Da ist die Flocke natürlich sehr groß. Ihr könnt dann natürlich auch eine Handstanze nehmen. Je nachdem, was ihr halt gerade da habt. Okay, und dann bauen wir eigentlich schon unsere drei Elemente zusammen. Das heißt, der Docht wird durchgefädelt. Das Ganze kommt in unsere Kerze rein und darüber kommt dann unsere Kerze. Und wenn wir das dann anzünden, mehr muss man gar nicht machen, wenn wir das dann anzünden, kommt dann später unser Motiv raus. Ich werde das jetzt dann noch machen im Anschluss und werde euch das dann noch filmen, damit ihr dann seht, wie das aussieht. Aber da braucht man ein bisschen Geduld, weil die Kerzen, die brennen ganz schön lang, bis die mal so weit bis nach unten gebrannt sind. Das sieht man ja immer noch an dem Hexenkessel. Der ist ja immer noch nicht durchgebrannt, obwohl ich die gleichzeitig angemacht habe. Also hier haben wir nochmal die Weihnachtsversion doppelt. Und jetzt ein bisschen verknickt. Aber mehr muss man gar nicht machen. Und man braucht auch keine Angst haben, dass das anbrennt oder so. Durch diese Wachsschicht ist es gesichert und sieht dann irgendwann so aus. Ich zünde die jetzt dann alle an und drehe dann den Abschluss
wenn alle richtig durchgebrannt sind, damit ihr das sehen könnt. Aber ich finde, das ist eine ganz, ganz tolle Idee und macht richtig Spaß zu basteln. So, ihr Lieben, und ich hoffe, man kann es schon gut erkennen. Jetzt habe ich die Kerzen ganz schön lange angehabt und jetzt kommen unsere Bilder zum Vorschein. Also wir haben hier diesen wunderschönen kleinen Schneemann, der ist einfach total süß, und den Hexenhut und auch nochmal unseren Weihnachtsgruß. Leider kann ich euch jetzt den Hexenkessel nicht mehr zeigen, den habe ich leider, ich habe ein bisschen Wachs hin und her geschüttet, damit es schneller geht, und dann ist er mir ausgegangen und dann ist er mir nicht mehr angegangen. Aber der Hexenkessel ist auch eigentlich total schön geworden, aber den müsst ihr euch leider jetzt vorstellen. Oder ihr habt ihn ja am Anfang schon ein bisschen gesehen. Genau, also das sind meine kleinen süßen Kerzen und die sind doch total schön und stimmen schon richtig ein auf die starre Zeit und auf Weihnachten oder auch noch auf Halloween. Wenn das vor der Tür steht, ist es bestimmt auch total cool, wenn die Kinder das entdecken. Ich mache es jetzt nochmal mit Licht an, damit ihr das auch wirklich seht. Ich hoffe, es kommt gut raus in der Kamera. Ich halte es euch erstmal noch ein bisschen näher. Ich habe schon hingezoomt, aber... Also hier Schneemann, alles da, total süß. Und ihr seht, ihr könnt es entweder eben mit Stempeltechnik nur machen oder auch mit, wenn ihr was ausstanzt, dass ihr das dann draufklebt mit den Sternen zum Beispiel. Okay, und jetzt machen wir nochmal Licht an, damit ihr das auch nochmal bei Licht seht und dann ein gutes Bild habt. Und zeige euch das auch nochmal so. Aber ja, ich glaube, natürlich im Dunkeln und Schimmerlicht, das ist einfach schöner. Ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß beim Nachbasteln. Ich finde, es rentiert sich wirklich, das macht richtig Spaß. Und wenn dann jemand eine Kerze geschenkt bekommt und sich denkt, hä, was ist das? Dann macht man vielleicht am besten noch eine kleine Anleitung dazu, dass man das dann schon irgendwann sieht. Oder dass da was versteckt ist für einen. Aber es ist dann wirklich schön, wenn man so kleine Motive dann erkennen kann. Genau, ihr könnt es mit kleinen und großen Teelichtern machen und... Ja, ich wünsche euch dabei ganz, ganz viel Spaß. Wenn euch das Video gefallen hat, dann würde ich mich freuen, wenn ihr mir einen Daumen hoch gebt. Wenn es euch richtig gut gefallen hat und ihr gerne mehr von meinen Videos sehen wollt, dann abonniert einfach meinen Kanal. Und dann werdet ihr immer kostenlos informiert, wenn ich ein neues Video hochlade, wenn ihr diese Glocke anklickt. Ja, also, eine wunderschöne Vorweihnachtszeit. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt schon wünschen kann. Ich weiß nämlich noch nicht genau, wann das Video online geht. Ich drehe ja gerade vor, weil ich ja jetzt dann... Mama werde und wollte vorher schon mal für euch die Videos vordrehen, damit ihr trotzdem weiter was zum Gucken habt. Und falls nicht, wünsche ich euch schöne gruselige Halloween und trotzdem eine schöne Vorweihnachtszeit, auch wenn es möglicherweise noch ein bisschen dauern kann, wenn ihr das Video seht. Also bis dann und alles Gute. Tschüss!